Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin MaxSnake, ich zocke Bastion. Wir haben das letzte Mal gesehen, was passiert, wenn man zu viel an der Pfeife raucht. Sucht das Waffenlager, um verschiedene Waffenkombinationen zu probieren. Machen wir demnächst. Aber erstmal suche ich mir ein neues Gebiet, was ich beräubern kann. Wobei, ich habe ja noch den Kern, richtig. Soul's travels ain't much compared to what the kids had to go through for all this. Also können wir es bauen. Bauen. Gedenkstück, auf jeden Fall. The memorial. Here a kid can pay respect to the old world and earn it in kind. What? Ach so, das sind nochmal so quasi die Achievements, die man hier extra machen kann, für die einzelnen Trainingsarten. Alles klar. Gut, interessiert mich jetzt aber auch gerade nicht so richtig. Du hast noch nicht eingelöste Missionsbelohnung. Trotzdem fortfahren. Nein, wenn wir hier natürlich... Ach! Eine Gedenkstätte für Celandia errichten. The Valediction. Just another one of my sketches. Nothing more. Schön. Words can't express what happened, but they're all I got. Ja. Schön. Wenn man auch aber einfach nichts zu sagen hat, mal Klappe halten. Weiter geht's. Wo müssen wir denn hin? Übungsblende ist doof. Längsten Fluss Kern geortet oder Schrottplatz Übungsgelände? Na, dann ist es Längsten Fluss. Los geht das. Suche die Gedenkstätte, um Mission zum Andenken an die Katastrophe abzuschließen. The Langston River flowed free and wild till the calamity drank it all up. Rums. Oh, da war ein neues Gegner. Maybe all that water just grew wings and flew off. Da war auf jeden Fall ein neues Gegnerviech. Aber als es unsere, meine Supermuskete gesehen hat, das einzig Sinnvolle gemacht und hat es weiter gesucht. So. Bei jeder Mission heißt es erstmal alles kurz einschlagen. Und gucken, wo man noch so ein paar von diesen Splittern finden kann. Ja, gegen diese komischen Stacheln, der ist die Muskete wirklich sehr nett. Riverbank swarming with windbags. Kriegen die sich auch nicht so bent on finding the core, they hardly notice the kid. Muss ja jetzt auch nicht so das Schlimmste sein. Lucky for him, a certain famous ferry barge is still afloat. Ja, ist das tatsächlich so gut für mich? Ja. Weeping Nelly. She sent some swords to crying home as she leaves port. Maybe Nelly knows the way to the core. Maybe she can slip right past all the clamor on the coast. Or ja. Maybe not. Nein. Security Hilfe. Pulls up port side. Nelly's just another windbag to those dudes. Hilfe? Just then, the windbags notice who she's sailing with. Hilfe! Das wird hier gar nicht schön. Nein, nein, nein. About what happened at Cinderbrick. Ja. Nee, das wird hier gerade so ein bisschen hektisch, Freunde. Ich glaube, ich schlage mich noch ganz gut. They try to slow her down. Ja, nee, das kriegt er sowieso nicht hin. They try to knock her out. Alles völlig vergebens. Kriegen die sich jetzt schon gegenseitig hier? Try as you might, though, she hits a snag. So.
wäre natürlich auch mal ganz gut. Gotta help we get untangled. Favors for favors. Okay. Whatever. Werde ich jetzt durchstürmen. Alles Mögliche kurz und klein schießen. Wie man das so macht. At least she picked a good spot for a break. Because the core is right there. Auch gut. Core einsammeln ist immer eine gute Sache. So, hier noch durchballern. Da noch durchballern. Gesundheitstrank einsammeln. Da ist der Core. Oh. Unfreundlich. Oh, ganz unfreundlich. Then the kid hears an unusual sound, like 100 flapping wings. Peckers. Okay. Hilft den Viechern jetzt aber auch nichts, weil Schrotgewehr gegen Vogel. Schrotgewehr 1, Vogel 0. They've been watching us every move. Und das Lustige ist, diese blöden Vögel greifen die Windbags an. Aber ich fürchte, ich muss hier tatsächlich mal wieder auf Repeater Gun umschalten. Weil ohne ist anstrengend. They had their own eyes in the core. But why? Well, kid ain't got time to think it over just yet. Ich kann sagen, das interessiert mich echt einen Scheißdreck. Finds Weepin' Nelly raring to go. Oh. Turns out she's got a special surprise for when the waters get rough. Ich hab meine eigenen Verteidigungszimmer. Wie lustig ist das denn bitte? She's gonna need a little help with all them peckers. Ja. Crafty things think they're king of the roost now. Auch das. Rest of us only wish we could fly in time like these. So, jetzt müssen wir die natürlich möglichst lange am Leben halten, die Türme. Das heißt, Vögel möglichst schnell abschießen. Security's gifts keep on coming, starboard side. Don't seem to care what they shoot, as long as they hit something. Heilen ist ein guter Punkt. The windbags getting even better. They aim to smash me down in splinters. Hier ist aber noch ein Heilding. Zack. Stirb. Well, it all proves too much for poor Nelly. Oh je. Oh je. Oh je, oh je. Nichts für Leute, die seekrank werden könnten. Nein, nein, nein. With the last breath, Nelly gets the kid to solid ground. Das ist ja ground in Pecker Country. They want that core real bad. Seems the calamity ain't hurt the Pecker's appetites. Tja. Maybe they want it just as bad as a kid. Sag mal so. Komm, es euch wohl. Knowing they'll be back. Know how many times kid nearly fell off the barge back there. Not even once. Dann gibt's noch Tränke und Diamantsplitter, die nehmen wir alle mit. So. Springen sich durch diese unbekannte Öffnung jetzt. So. Und rin. Now, listen close. You should remember this next part. Das nächste sollen wir uns erinnern. Okay.
Machen wir gerne. Why go to Prosper Bluff? Oh, wir sind zwischendurch nicht zu Bastion gegangen. Das heißt, das wird jetzt ein etwas längeres Let's Play. Used to take an enterprise in hand, or plain a fool to venture out that far. Immerhin legen sich die Picker anscheinend mit den Windpacks an, was mich jetzt nicht so fürchterlich stört. The city was the most beautiful place in the world. We all knew that. Ja, jetzt ist aber nicht mehr ganz so hübsch. But on the other hand, some folks just yearn to see the things they're told they can't. Ja. Ach. Was sind denn das für blöde Pflanzen? And that's why you go to Prosper Bluff, ain't it? Hässliche blöde Pflanzen. So, Heilung. Toter Vogel. Und irgendwo muss ich doch jetzt wahrscheinlich das nächste Ding wieder aufmachen. There's a kid here, something he ain't heard in a long while. How's it go again? Es geht gerade um die Musik im Hintergrund, denke ich mal. Yeah, that's the one. Mhm. Blöde grüne Wolke weg. Das war doof, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch mal einen Repeater Gun benutzen. Gegen diese blöden Vögel. Ja, aber das ist Musik in der Luft. Wenn die Sängerin noch finden kann. Das wäre doch mal lustig. Diese Picker, die gehen ja gar nicht. Die sind nicht wirklich gefährlich. Die nerven nur ganz fürchterlich. Dadurch, dass sie auch Fernangriff haben, können die einem richtig gefährlich werden. So, jetzt rennen wir hier aber mal weiter. Das ist groß, das kann man auch kaputt schlagen. Los, kaputt. Blöde Pflanze. Sehr schön. Großer Picker. Kleiner Picker. Toter Picker. So. Alles kurz und klein schlagen hier. Ganze Reihe von komischen Vögeln. Oh. Naja. Wenn der Berg nicht zu Moses und wie auch immer das jetzt war. Genau, wenn der Berg nicht zu Moses will, muss halt Moses zum Berg. Oder so ähnlich, ne? Irgendwie so ging das doch. Ich habe das Gefühl, für diese Pistinger kriege ich sowieso keine Diamanten, dann kann ich das auch lassen. Keine Diamanten, kein Grund ist kaputt zu schlagen. Oh, bist du? Was hast du denn da eingesammelt? Los, komm zu mir, du Flasche. Ah. So, jetzt können wir aber hier wieder durchgehen. Ist ja fast tatsächlich der Ansatz eines Rätselparcours hier. Aber nur ein bisschen. Haha. Die sind aber auch schnell, diese Drecksviecher.
die Kurven fliegen, dann erwischt man die nicht. So, umschalten. Luftbrücke nutzen. Durch die offene Tür gehen. Ach, endlich wieder eine Heilflasche. All die Dinge, die man... Was? Gut, gehe ich halt hier lang. Yikes, das sieht nicht so gut aus hier. Und wie? Vor allem seit wann? Haha. Autsch. Umschalten, sehr wohl. So, jetzt kann ich hier durchgehen. Muss ich mal wieder den Weg durchspülen. Aber hier links geht's auch noch lang. Ne, jetzt nicht, die Tür ist zu. Also, geradeaus. Wo kommen wir da hin? Da kommen wir wieder zu einer Luftbrücke, einem Umschalter. So, warten wir noch einen Moment. Zack. Klatsch. Autsch. Ja, klar, dass die wieder gleich vor Ort sind. Mich würde interessieren, was diese großen Kristalle sind. Die hatte ich bislang noch überhaupt nicht. Tja, jetzt bin ich zumindest auch wieder ein bisschen geheilt. Kann hier durchgehen. Well, no point explaining what happens next, right? Doch bitte? Suffice it to say, kid ain't coming home empty-handed. Ja, schön. Hurra, wir haben ein Buch gefunden. And besides, it's like the song goes. Da fliegen kleine Dingsies rum. Oh, wir haben mal die Sängerin gefunden. Und ich kann nicht prügeln. Die Sängerin. Klick. They'll be here before too long. Okay. Die Sängerin hat sich bereit erklärt, Sebastian zurückzukehren. We darn near celebrated when the kid got back, didn't we? Ich hab auch eine Sängerin. Zolf never thought he'd see a fellow her again. Sängerin? Jo. We become fast friends. Calamity has that effect on people. Das ist toll. Total schön. But there was more to be done. There was one last core to find. Richtig, und da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Habt eine schöne Zeit. Ich bin stolz auf euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Also in diesem Sinne, zockt viel, zockt schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.